Moin Leute, heute melde ich mich mal mit dem Video und zwar heute mal direkt in die Fresse. Das muss ab und zu mal sein. Wir wollen ja auch, dass vielleicht ein Veränderungsprozess bei einigen eintritt, so wie er bei mir eingetreten ist oder auf dem ich mich noch befinde. Und zwar gestern bin ich wieder zurückgeflasht worden in so ein altes Leben und zwar aus einem ganz tragischen Fall. Und zwar ein Bekannter von mir ist gestern an Blutkrebs gestorben. Der junge Mann wurde Pizza genannt, Christian Peseler, war ein DJ, Veranstalter, hat einen Paintball-Park geführt und so weiter. War jetzt kein Freund von mir. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich gestern in großen Tränen ausgebrochen wäre. Das wäre gelogen, wenn ich euch das hier vorgaukeln würde. Aber ich habe die Information bekommen und es hat mich doch sehr traurig gemacht. Aber es hat mich wieder zu was geführt, was ich euch mitgeben möchte. Und zwar, ich hatte mit Christian, also mit Pizza, hatte ich zusammen Geschäfte. Oder wir waren Geschäfte mit ihm verbandelt und zwar er in dem Bereich, dass er oft auf uns zukam, wenn eine Veranstaltung war, dass er sich Geld geliehen hat. Ja, also damals, wo ich im kriminellen Milieu, besonders im Rockermilieu, war ich dann auch so in dem Bereich, dass man dann Geld verliehen hat. Natürlich zu horrenden Zinsen, wo man schon davon ausgegangen ist, dass jemand kaum was zurückzahlen kann. Ja, und das hatten wir regelmäßig gemacht und wir hatten bei Veranstaltungen was mit ihm gemacht, aber es ging hauptsächlich immer um Geld verleihen. Ich hatte auch mal einen Teil seiner Disco von ihm abgekauft, die er betrieben hatte in Schwerin, das Zenit, und war dann an dieser Diskothek beteiligt und so weiter. Aber wir hatten diese Geschäfte gemacht mit ihm schon mit dem Hintergrundgedanken, ja, er wird die Schulden nicht bezahlen können und dann werden wir ihn richtig mit Geld ausnehmen. Dazwischen war noch jemand, also der hat das immer verhandelt, der das auch zu seinem Geschäft gemacht hatte. Ja, und wir hatten dann diese Geschäfte angemacht, vorne rum immer schön freundlich, ey, schön, dass wir uns sehen und so weiter. Ich mochte ihn sogar und ich glaube, er mochte mich auch ein bisschen. Aber im Endeffekt haben wir ihn angeguckt und haben gedacht, gut, den nehmen wir richtig aus, den melken wir ab. Da bin ich ganz ehrlich euch gegenüber, aber ich bin ja dazu da, um ehrlich mit euch zu sprechen, was wir dabei gedacht haben. Es ging auch immer um Beträge, es ging ganz schnell um 10, 20, 30, 40.000 Euro mit horrenden Zinsen. Also nur, dass wir mal so ein Beispiel haben, 25.000 Euro geliehen für 3 Monate, dann muss es eine 30 zurückgeben, wenn er es nicht bezahlen kann, dann jeden Monat nochmal 1.000 Strafzinsen drauf und so weiter. So funktioniert das, Leute. Also passt auf bei solchen Sachen, ja. Aber wozu ich kommen möchte, und dann hatten wir natürlich, auch er war umgeben ständig von Leuten, weil er sehr erfolgreich war, aber auch ein netter Kerl einfach so. Ich glaube, auch er wird seine Scheiße im Keller liegen haben, aber er war grundsätzlich zu allen sehr, sehr nett und viele haben sich mit ihm umgeben und haben gedacht, naja, dann komme ich in die Diskothek rein, weil sie keinen Bock haben, 5 Euro Eintritt zu bezahlen. Ey, an alle Leute, die das machen, ne, hier sowieso den hier. So, und er war viel umgeben von Leuten, die sich immer einen Vorteil erhofft haben. Ja, dieses Networking, ja, diese Leute, ich kann das immer nicht mehr hören. Leute, seid doch mal mit Leuten befreundet, ohne dass ihr irgendeine Scheiße von denen wollt. Also, und von diesen Leuten war er umgeben, wir sind um ihn rum getänzelt und wollten immer irgendwie Geld abgreifen und haben ihn da auch dann sozusagen fast immer reingetrickst. Wir haben ihm sogar mal eine Firma verkauft, wo wir wussten, dass diese Firma keinen Gewinn abwerfen wird und so weiter. Das sagt viel über mich aus, aber das wisst ihr ja, dass ich sehr, sehr schlecht in diesen Dingen war. Auf jeden Fall ist es dann so gekommen, nachdem ich dann meinen Wandel gemacht habe und es gab dann mal, irgendwann haben wir dieses Geschäft verkauft, dann hat er sich auch so ein bisschen zurückgezogen von uns, hat er dazugelernt, Gott sei Dank. Und genau. Und warum komme ich jetzt auf dieses Thema, nachdem er gestern leider verstorben ist an Leukämie, an Blutkrebs? Ist es so, dass Christian, wo er schon schwer krank war im Krankenhaus, hat er sich nach 3 Jahren bei mir gemeldet. Er hat mich angeschrieben, wo er gerade gegen den Tod kämpft und schreibt mich an und sagt, Philipp, krass zu sehen, was du für eine Veränderung gerade durchmachst. Ich bin mega stolz auf dich, das ist geil, was du machst, mach weiter so. Ich hatte erst gedacht, wo ich die Nachricht aufmache bei Facebook, habe ich gedacht, scheiße, was wird der mir schreiben, ja. Also so noch irgendwie alte Vorwürfe von früher und so weiter. Nein, wo der im Krankenhaus liegt, gegen den Tod kämpft, schreibt der mir, er ist stolz auf mich, was ich gerade mache. Und er hat mir dann von sich erzählt und mir seine Aktion gezeigt, ne? Blutspendeaktion für ihn und so weiter. Er hatte ja auch einen Spender gefunden, aber es hat leider alles nicht mehr hingehauen. Aber da habe ich gedacht, da kam bei mir wieder dieser Gedanke rein und habe gedacht, meine Güte, der kümmert sich um meinen Scheiß, um meinen Wandel, kümmert der sich, wo er gerade gegen den Tod ankämpft. Das sagt viel über ihn aus. Ja, und jetzt werden alle wieder aus den Löchern gekrochen kommen, die damals nur um ihn rumgetänzelt sind und irgendwas von wollten und werden die große Mitleidstour machen und so weiter. Da gibt es viele Ehrliche mit Sicherheit dabei, aber auch viele Geheucheltes. Und ich wollte meine Botschaft so loswerden in den Momenten, dass er noch über den, dass er mich kontaktiert. Das sagt so viel über ihn aus und das lässt mich weiter drüber nachdenken, mit mir zu beschäftigen, Leute. Und ihr alle, ihr teilt bei Facebook immer. Ja, jeden, den ich da habe, der teilt immer irgendwas. Karma, wird jeden holen. Leute, ihr sollt nicht auf andere gucken. Guckt auf euch, Leute.
Ändert euch, ihr seid für euer Karma verantwortlich und nicht immer sagen, Karma wird den anderen schon holen. Wenn ihr sagt, Karma soll jemand anderes holen, dann seid ihr schon scheiße. Ja, ihr sollt euch mit euch beschäftigen. Okay, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Also, mein Beileid geht hier raus an die Familie, an die Kinder, an die Lebensgefährtin und so weiter. Und ich bin ihm sehr dankbar, dass er das so gemacht hat, dass ich auch meinen Frieden so mit ihm machen durfte. Das ist eine ganz große Geste, die er da gemacht hat. Und Leute, was ich damit mal mitgeben möchte, macht euren Frieden, springt über euren Schatten und denkt dran, ne? Leben ist endlich und benehmt euch gut, besser, kümmert euch um euer eigenes Karma. Also, genug aufgeregt für heute, geile Winterlandschaft, ansonsten nicht das schönste Thema heute. Ich wünsche euch trotzdem alles Gute. Ich freue mich, wenn ihr hier das Video kommentiert, wenn ihr es teilt, wenn ihr die Botschaft helft, ein bisschen mit zu verbreiten. Und ansonsten, ich wünsche euch ein Ahoi hier aus dem Schnee heute, Leute.